Leg erstmal ein Versprechen ab, ich mach's kurz. Liebe Ehrengäste, liebe Kasekorinnen und Kasekor, liebe Bürgerinnen und Bürger des heutigen Spatenstiches, die Kinder der Grundschule haben was Schönes gesagt. Also sie haben vieles Schönes gesagt. Aber eins war dabei, was lange währt, wird gut. Das ist ein schöner Tag für Kaseko. Sie haben lange, lange, lange warten müssen, aber jetzt geht's voran. Ich freue mich drauf, dass demnächst nicht mehr die Gläser in den Regalen wackeln, wenn Landwirtschaftsfahrzeuge durchfahren. Ich freue mich drauf, dass dieses Dorf, was ja auch viele andere Dörfer verbindet, wo man auch durchfahren muss, einfach schön erreichbar ist für Blumenberg, für andere Dörfer vor und hinter euch in Kaseko. Herzlichen Glückwunsch und ich denke, 2017 sehen wir uns in der gleichen Runde wieder und freuen uns dann über eine schöne Straße, auf der hoffentlich nicht gerast wird und auf der hoffentlich alle Grundschüler und Schülerinnen sicher und glücklich zur Schule kommen, später dann zu ihrem Haus laufen, hier eine Familie gründen, hier arbeiten in der Landwirtschaft oder in den Kasekoer Betrieben oder in der Umgebung. Glückwunsch, ich freue mich über den schönen Tag, bei dem nicht nur die Sonne scheint, sondern bei dem es wirklich auch vorangeht im Amt. Alles Gute, liebe Donata, du hast einen großen Anteil an dem Vorhaben. Ich sage einfach nur, auf geht's zum Spatenstich. Herr Bischof, vielen Dank. Bevor wir zum Spatenstich schreiten, habe ich jetzt noch einen Liedvortrag bei mir auf der Liste. Ist das korrekt? Wollt ihr noch mal zur Tat schreiten und noch mal was singen oder ein Gedicht vortragen? Aber jetzt wird's herrlich, wenn Johann ein Grußwort zur Grundsteinlegung spricht. Auf Grund mit Schotter wird aufgebaut, eine schöne Straße, auf die man schaut. Bauen ist, was soll man sagen, ein großes Werk, man muss es wagen. Denn sie soll für immer stehen, auch dann, wenn starke Winde wehen. Bevor das große Werk nun startet, ein jeder auf den Anfang wartet, legen Sie den ersten Stein, es muss der allerbeste sein. Er trägt mit seiner ganzen Kraft das, was das Handwerk hier erschafft. Nun sei der Spatenstich Glückssymbol für Straße und Bauherr Ruhepol. Zum Abschluss ganz fein soll es die Brandenburg-Hymne sein. Bitte stimmen Sie mit ein. Thank you.
der Kiefernwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Ja, vielen Dank, liebe Kinder, das habt ihr toll gemacht. Auch noch alle Strophen, Respekt. Da können wir, glaube ich, uns auch noch eine Scheibe von abschneiden. So, wir kommen jetzt mehr oder weniger zum Höhepunkt, zum Spatenstich. Im Anschluss gibt es, wie Sie schon